Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen News-Video von dem Weltserver von mir. Ja, ich habe jetzt alle Portale gemacht. Die Leute haben hier noch ein paar Wolkenkratzer gemacht. Und ich möchte jetzt noch die Portale vorstellen und hier noch ein paar andere Sachen. Da habe ich übrigens noch keine 6 hingemacht, muss ich dann noch machen. Auf jeden Fall haben wir so ein bisschen die Beschreibung. Es ist ja eher relativ wenig. Das wird natürlich dann alles auch noch in den Welten stehen, was da mehr ist. Und wir haben noch eine Welt, die ihr auswählen könnt. Also schreibt es mir am besten per E-Mail, dracobasel@gmail.com. Und ja, also jetzt haben wir alle Portale. Wenn wir hier reingehen, kommen wir drüben wieder raus. Wir machen es jetzt einfach mal nur in diese Richtung und in die andere nicht, weil sonst haben wir dann das Problem mit den Nummern und so. Und dann haben wir hier die Fantasy-Welt. Gehen wir wieder zurück. Ich habe übrigens die Lag-Sachen wieder weggemacht, die extrem laggen bei Optifine. Und ja, das Portal habe ich wahrscheinlich noch nicht. Ja, das muss ich noch machen. Aber sonst habe ich alle. Auch zum Beispiel die neue Welt, die übrigens cool ist, weil wir spawnen einfach mal in einer Höhle. Ja, da schreibe ich, was die machen sollen. Also hier in den Kerker machen. Und hier dürft ihr eben mit Lautrich bauen, wer Lust hat. Und richtig RFR machen, mittelalterlich. Und hier gibt es genug Land zum Bereisen. Wie weit, weiß ich nicht. Ich bin noch nicht so weit geflogen, aber ich finde es eine coole Welt. So. Also zeige ich euch noch das KFC. Wir haben es DFC genannt, um ein bisschen Copyright-Sachen nicht doch reinzumachen. Wer das gestern nicht gesehen hat, hier ist noch die U-Bahn und das Dönergeschäft. Hier haben wir die U-Bahn und hier ist das Dönergeschäft. Da gibt es richtiges Dönerfleisch. Ah, fein. Und hier oben haben wir den Ticketautomat und hier kommt die Ruhmeshalle hin und hier ist das DFC. Das ist richtig genial gemacht von Taiguare. Jetzt muss ich kurz reingehen. Nein, ich muss reingehen. So. Hier haben wir das Herrenklo. Oh, mega schön. Damenklo. Was ist der Unterschied? Ist gar nichts, kein Unterschied. Ja, und hier haben wir die Waren. Sogar Kuchen gibt es hier. Und Herdplatten mit Abgas, Dunstabzugshaube. Da könnte ich jetzt niemals durch mehr. Das sind alles Blöcke. Diese blöden Barrier Blocks. Ja, und hier scheinbar ist jetzt seit gestern Morgen dieses Gebäude. Oder war das? Nein, das war gestern schon da. Ja, du schreibst überall hin der Backware, hä? Und bei der Babys hast du dich ja geändert. Grand Office Building. Hier könnten wir eigentlich ganz oben oder so dann ein paar geheime Sachen machen für die OPs. Aber es ist ein bisschen zu viel Glas. Kommen die Cheaters und die Hackers rein. Gut. Hier oben haben wir das Portal gemacht. Das Nether. Also da kann man rein, habe ich getestet. Und hier oben kann man auch rein, für die, die es gestern nicht geschaut haben, den Livestream oder die Livestream-Aufzeichnung nicht schauen wollen. Hier kommt man rein. Dann dürft ihr hier schon mal, ja, die Essen dürfen hier einfach mal bauen, sagen wir so. Aber ich denke, wir werden einfach mal ja, so gut wie möglich alles bauen. Hier geht's zurück natürlich. Und hier kommt ihr mit dem Trollversuch noch von Dario LPZ.
kommt ihr in die weite Welt und hier dürft ihr natürlich außerordentlich schön bauen. Im End, was ihr wollt. Also es gibt sehr viele Ruinen, also ihr dürft alles abfarmen. Der erste Krieg des und der Server geht auf, sagen wir, heute Abend im Livestream. Also schaut um 18 Uhr den Livestream an und kommt alle rein. Ich freue mich auf euch. Auf jeden Fall werden wir sicher noch eine Party schmeißen. Eventuell dann nächste Woche ein wöchiges Wild-Server-Eröffnungs-Event. Gut, also machen wir das am besten am Freitagabend um 18 oder 19 Uhr, sagen wir 19 Uhr. Hä? Gut, ich bedanke mich fürs Schauen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber ich mache dann noch ein Video, wenn der Server offen ist. Also, wenn ich den Livestream auch fertig habe heute Abend, weil ich heute einen längeren Livestream machen muss, natürlich. Ja, also erkundet schön und ja, viel Spaß noch mit anderen Videos von mir. Tschüss.